Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Ausgabe, zur nächsten Episode des MGT-Podcasts. Heute eine besondere Episode, denn es hat einen sehr aktuellen Bezug, dass ich diesen Podcast heute mache. Eigentlich war der für nächste Woche geplant und auch normalerweise werden die Podcasts am Sonntag kommen. Allerdings habt ihr ja gesehen, am Sonntag kam jetzt der 111 Cup und dementsprechend hatte ich keine Zeit, am Sonntag auch den Podcast vorzubereiten und hochzuladen. Dementsprechend kommt der ausnahmsweise mal am Montag. Ihr seht es bereits im Titel, es geht heute um Glauben, um Ideen, um Ansichten, um Ideologien und um Sonstiges und einfach mal meine Meinung und mein Gebrabbel zu diesem ganzen Thema. Das wird wieder ein bisschen länger gehen. Ich habe mir ein paar Sachen schon aufgeschrieben, über die ich reden möchte. Und der Grund, warum ich diesen Podcast diese Woche mache, der ist bereits im Titel relativ deutlich verankert. Und ich denke mal, dass der auch sehr nachvollziehbar sein wird. Denn eigentlich wollte ich diese Woche über Filme reden. Ja, über die coolsten Filme in meinen Augen, was für Filme ich feiere und welche Filme beispielsweise extrem beliebt sind, die ich gar nicht mag. Allerdings habe ich mir dann gedacht, beziehungsweise habe dann diese Message bekommen oder diese Nachricht erhalten, dass Avicii gestorben ist am 20. April in Muscat oder wie auch immer es ausgesprochen wird, der Hauptstadt des Oman. Und das war für mich auf jeden Fall ein Moment, wo ich mir wieder dachte, wow, das ist der nächste Prominente und vor allem der nach Stephen Hawking erste krasse Prominente, der seit längerer Zeit gestorben ist. Also vielleicht gibt es Prominente, die ihr deutlich besser kennt als ich oder die für euch irgendwie große Namen waren, die in letzter Zeit gestorben sind. Das kann durchaus sein, aber für mich war es so der erste seit Stephen Hawking, der wirklich bekannt war, also sehr, sehr bekannt war, weltweit bekannt war und den ich auch persönlich, also nicht persönlich kannte, aber von dem ich was wusste und dessen Musik ich beispielsweise extrem gefeiert habe. Ich bin jetzt nicht so ein Heuchler, der sagt, oh mein Gott, das hat mich so berührt, dass er gestorben ist und die ganzen Umstände berühren mich total und ich hoffe, seiner Familie geht's gut, bla bla bla. Dazu hat Monte auch ein Video gemacht, was ich, beziehungsweise im Stream was gesagt, darauf gehe ich gleich nochmal ein, das fand ich, naja. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, dass Avicii schon jemand war, der mich begeistert hat mit seiner Musik. Also ich war jetzt kein großer Fan von ihm, auf keinen Fall. Ich habe jetzt nicht großartig verfolgt, was er gemacht hat. Ich war nicht unbedingt derjenige, der seine Musik andauernd gehört hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein Lied insbesondere und viele Lieder, die ich mochte. Waiting for Love ist ein Lied, was ich sehr gerne mochte. Natürlich Levels mochte ich gerne, auch wenn ich das nicht so gerne mochte wie Good Feeling. Ja, ich mochte immer die Flo-Rida-Version lieber, aber gut. Das Besonderste ist in meinen Augen The Nights, das Lied. Das dürften einige von euch auch kennen. Und passenderweise ist gerade dieses Lied auch so ein bisschen mit Vergänglichkeit des Lebens im Einklang, beziehungsweise es geht um die Vergänglichkeit des Lebens, denn es gibt diese populäre und jetzt sehr bekannt gewordene Passage im Refrain. He said, one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. Das ist im Endeffekt ja genau das, was Avicii jetzt leider Gottes nicht mehr, weitergeben kann an seine Kinder und nicht mehr in seinem dann im Endeffekt hohen Alter, wenn er es dann gewesen wäre, reflektieren kann. Ja, weil leider Gottes ist er bereits im Alter von 28 gestorben, von uns gegangen. Es geht auch, ich finde es, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich finde es schon mal gut, dass er im Alter von 28 gestorben ist, weil es gab zu viele, die im Club 27 sind, Club 27, den dürften einige von euch kennen, das ist der Club von Musikern und allgemeinen populären Menschen, die im Alter von 27 gestorben sind. Dazu gehören beispielsweise Jimi Hendrix und Kurt Cobain, Janis Joplin, glaube ich auch, sehr, sehr viele, Amy Winehouse unter anderem. Und da gehört Avicii nicht zu. Das ist gut, weil dann wird nicht irgendwie spekuliert, dass das was damit zu tun hat. Und dann wird seine Familie vor allem vielleicht ein bisschen leichter Frieden finden können. Auch wenn es ja jetzt mittlerweile relativ raus ist, dass es wohl Selbstmord war, beziehungsweise Selbstmord gewesen sein muss. Ich meine, der Kerl hat einen sehr, sehr schlechten Lebensstil gehabt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal möchte ich sagen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, hier, Ruhe in Frieden, oh mein Gott, das hat mich so bewegt. Ich musste weinen, als ich das gehört habe, das hat mich schockiert. Ich konnte gar nicht mehr leben den Tag. Nein, so bin ich nicht. Ja, ich kannte Avicii nicht persönlich und genau sowas hat Monta auch gesagt. Aber Monta hat sich schon darüber beschwert, dass Leute Rest in Peace schreiben. So, und also vielleicht sieht Monte das, ich weiß, dass Monte in Streams reagiert, ihr könnt ihm das auch gerne in den Chat schreiben oder so, aber ich möchte einfach mal an Monte eine Frage stellen. Ist es wirklich vergänglich, wenn man jemandem wünscht, dass er in Frieden ruhen kann, dass quasi sein Vermächtnis erinnert wird oder dass man sich an sein Vermächtnis erinnert, aber dass er halt eben einfach, dass einfach in Frieden ruht, dass keine Grabstellung und sowas ist ja im Endeffekt Rest in Peace, das ist ja damit gemeint.
Ich weiß, dass du in deinem Livestream über Soldaten gesprochen hast. Jeden Tag sterben Soldaten und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Aber ein Mensch, der auch natürlich setzen die sich für ihr Land ein, aber Avicii war ein Produzent, der viele Menschen mit seiner Musik extrem begeistert und extrem mitgenommen hat. Und es ist doch logisch, dass dann viele Leute, die ihn halt auch eben kannten, weil er ein Prominenter war, dann sagen, ja, Ruhe in Frieden. Es ist schade, dass er früh gehen muss, auch wenn sie ihn nicht persönlich kann, weil seine Musik halt einfach feierbar war. Und auch, du hast auch gesagt in deinem Stream, dass du keine Musik von ihm großartig kanntest. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, ich weiß, du hast einen speziellen Musikgeschmack und einen guten Musikgeschmack, wie ich finde. Vielleicht hörst du solche Lieder überhaupt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nie irgendeinen Song von dem auch nur mitbekommen hast. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich finde es ein bisschen respektlos, so zu sagen, dass alle, die schreiben Rest in Peace, Heuchler sind und dass es dich überhaupt nicht juckt, dass der gestorben ist, weil es ist ein Achten, der ist ein bisschen jünger noch als du gewesen. Jetzt stell dir mal vor, du stirbst im Alter von 29, 30 Jahren. Das ist kein Alter. Und im Endeffekt hast gerade du, Monte, eigentlich auch am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man alkoholsüchtig ist, wenn einem es richtig scheiße geht wegen Drogen und wegen Alkohol. Der hat auch eine Therapie gemacht, der hat auch Therapien gemacht, der hat auch Entzüge gemacht, dem ging es nicht gut, der musste sich seine Gallenblase entfernen lassen, hatte Pankreatitis, musste seinen Blinddarm entfernen lassen, konnte nicht mehr touren, konnte gar nichts mehr. Natürlich selber schuld, ja, selbst verschulden, gar keine Frage, aber man muss doch nicht so respektlos sein und sagen, ja, juckt dich überhaupt nicht. Wenn es wirklich eine populäre Person ist, dann, du musst ja nicht sagen, dass es dich großartig mitnimmt, aber Ruhe in Frieden ist doch wirklich nichts Geheucheltes. Ruhe in Frieden ist doch einfach nur ein ehrlicher Wunsch. Ich wünsche jedem, der in heutigen Tagen stirbt, dass er in Frieden ruht. Egal, ob es ein Soldat ist, ob es eine alte Dame ist oder als eben Avicii ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr kritisch oder musste ich kritisch betrachten bei Monte. Weil normalerweise feiere ich ihn extrem und liebe seine Videos. Aber das ist so eine Einstellung, die fand ich echt ein bisschen too much. Oder einfach, ich weiß nicht, ob er allgemein abgefuckt war im Stream irgendwie und schlecht gelaunt war, weil die Leute sich die ganze Zeit in den Chat gespammt haben. Das kann ich ja verstehen, aber das war ein bisschen hart. Die Vergänglichkeit des Lebens ist aber der Punkt, wo ich halt nochmal drauf eingehen möchte, weil ich persönlich mache das in meinen Augen zu selten. Ich nehme zu selten wirklich diese Attitude mit, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Viele sagen, ja, ist voll mein Lebensmotto und ich lebe danach. Stimmt nicht, machen sie nicht, aber kann man gut sagen, kann man gut vorheucheln, weil das wirkt dann immer extrem gut. Diejenigen, die es wirklich machen, die beneide ich dafür, weil das eine gute Einstellung ist, jeden Tag so zu genießen. Viele haben mich kritisiert dafür, dass ich hier in England ein Jahr jetzt gelebt habe und alle zwei Wochen nach Hause geflogen bin, zurück zu meiner Freundin und einfach da meine Zeit verbracht habe. Aber das ist ja genau das, was ich quasi genossen habe. Ich habe diese Zeit extrem genossen, wenn ich bei ihr war. Die Zeit hier habe ich nicht so sehr genossen, wie ich sie vielleicht hätte genießen können, muss ich sagen. Ja, ganz klar, ich hätte viel mehr unternehmen können, vielleicht habe ich aber einfach nicht. Vielleicht kann man jetzt sagen, ja, das wirst du irgendwann bereuen, mag sein, aber im Moment bin ich eigentlich relativ zufrieden damit und ich bin auch zufrieden damit, dass ich in 4 Tagen, aus eurer Sicht nur noch 3 Tagen, hier verschwinden werde und wieder zurück nach Deutschland kann, wieder dahin, wo ich gerne leben möchte. Und ich habe gestern beispielsweise, aus eurer Sicht vorgestern, nochmal schön Fußball geguckt mit meinen Jungs hier, vor allem mit Toro und Jasper, wenn die das hier sehen sollten, an irgendeiner Stelle seid gegrüßt. Und abends einen Film geguckt und Topspiel geguckt und einfach gechillt. Und das war extrem entspannt und das habe ich zu selten gemacht. Gerade in 2017 habe ich das, glaube ich, einmal gemacht. Nee, gar nicht. 2018 das erste Mal. Also das ganze Jahr von September bis Dezember habe ich nichts mit den Großeltern unternommen. Die wohnen ein bisschen weiter weg, weil ich von der Uni ein bisschen weiter entfernt wohne als die. Also sowas habe ich nie gemacht zu der Zeit. Und erst jetzt bin ich dazu gekommen, dass ich auch bei sowas mitgemacht habe. Und das ist in gewisser Weise schade. Und viele werden sagen, ja, das ist bescheuert, dass du das gemacht hast. Aber für mich war es in dem Moment richtig. Aber nichtsdestotrotz werde ich solche Momente mitnehmen. Und man sollte das Leben genießen in jeglichen Situationen. Ja, wenn es einem scheiße geht, ist das okay, aber es wird weitergehen. Es kommen wieder die Tage, wo es einem besser geht. Und dann sollte man das Leben genießen, weil es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Ja, und das war halt auch bei Avicii der Fall. Ich meine, der hatte Depressionen, es gibt diese ganzen Geschichten, warum er Depressionen hatte, ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Er hat sich kaputt gesoffen, ja, seine Leber ist kaputt gewesen, wahrscheinlich auch ein bisschen. Er hat die Gallenblase sich kaputt gesoffen, er hat allgemein extreme gesundheitliche Probleme gehabt in der Hinsicht, hat aber dann die Therapien gemacht. Aber wenn du halt Drogen nimmst, extrem viel, und wenn du Alkohol trinkst, du vernebelst ja damit deine Wahrnehmung. Und auch wenn viele sagen, beispielsweise bei Gras, ja, mein Gott, das ist ja nicht schlimm, ich persönlich würde es nie konsumieren, es vernebelt trotzdem deine Wahrnehmung und vielleicht, wenn du nicht mehr drauf bist, wenn du nicht mehr auf was weiß ich was bist, was du dir reinpfeifst, dann ist die Welt vielleicht nicht so schön, wie sie auf dieser Droge ist und dann wirst du depressiv und dann denkst du dir, und aufgrund dessen, dass jetzt festgestellt wurde, dass wohl kein Fremdverschulden war bei Avicii und dass er höchstwahrscheinlich auch
keinen gesundheitlichen Schaden hat, einfach so gestorben ist, auch wenn halt noch nicht safe raus ist, was ist, vielleicht ist es heute schon raus, ich weiß es nicht, aber zu meinem Stand jetzt hier 16.15 Uhr deutscher Zeit am Sonntag ist es noch nicht raus, da bleibt eigentlich nur noch, dass er sich selbst umgebracht hat. Und so traurig das, also das ist halt wirklich dann tragisch, weil da muss man sich wieder fragen, hätte man ihm helfen können. Er war wohl mit Freunden im Oman, wollte seine Zeit genießen, wollte reisen. Ja, irgendwas ist anscheinend passiert, was ihn davon abgehalten hat. Und das ist extrem tragisch, das ist extrem scheiße, weil gerade wenn so ein Künstler, bei dem sollte man meinen, dem sollte es gut gehen, der hat das Geld, der hat die Aufmerksamkeit, aber für viele ist dieses im Rampenlicht stehen nicht das Richtige. Noch einer, der das beispielsweise sehr gut auf YouTube transportiert, dass ihm das nicht so, dass er das nicht so geil findet, ist JP. Von JP Performance. Der beispielsweise ist extrem humble, ja, finde ich. Und auf dem Boden geblieben und mag ja auch dieses Ganze im Rampenlicht stehen nicht. Ich meine, das kommt mit, das sagt er ja auch selber, das ist automatisch da, das ist klar, aber er braucht es nicht. Und das war bei Avicii wahrscheinlich genauso. Und Avicii ist. JP hat auch in einem Video gesagt, wo er so ein FAQ gemacht hat im Endeffekt, nicht so ein Freitagsvideo, es war auch ein Freitagsvideo, das war alles in Schwarz-Weiß gehalten, hat er gesagt, dass er allgemein kein glücklicher Mensch ist. So. Und das war Avicii auch nicht. Und aber Avicii ist es halt so geendet, dass er jetzt wahrscheinlich, also er ist tot. Ob er sich umgebracht hat, ist die andere Frage, aber das ist halt schon krass. Und dementsprechend, wenn ihr solche Probleme habt, sprecht darüber und versucht, es in den Griff zu bekommen. Aber der Tod ist immer der letzte und beschissenste Ausweg, weil der macht es nicht besser. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Man kommt nicht in den Himmel oder die Hölle. Aber das, genau das, ist die perfekte Überleitung, ist nämlich Glaubenssache. Und auch darum geht dieser Podcast, habe ich ja geschrieben. Ich wurde jetzt relativ oft auch überall schon gefragt, Max, glaubst du an Gott? Oder was ist deine Religion? Auch auf Ask.fm beispielsweise. Was ist deine Religion? Wozu zählst du dich? Glaubst du an Gott? Glaubst du an Leben nach dem Tod? Glaubst du an Himmel und Hölle? Und darüber möchte ich jetzt reden. Zuerst einmal das Einfachste, Religion. Ich bin evangelisch, ich bin konfirmiert. Und wie viele habe ich das hauptsächlich aus Motivation des Geldes wegen gemacht. Da stehe ich auch zu, das ist halt einfach so, das macht man in dem Alter. Weil in dem Alter, wenn man sich nicht sonderlich für Religion interessiert, dann ist halt einfach Konfirmation Geld. So. Und im Endeffekt bin ich aber froh, dass ich es gemacht habe, weil es mir viele Werte vermittelt hat und weil ein Teil der Gemeinde zu sein, gerade in der Konfirmationszeit, auch ganz schön eigentlich ist, so in diesen jungen Jahren. Mittlerweile habe ich für mich entschieden, dass ich nur noch zu speziellen Anlässen in die Kirche gehe, und zwar beispielsweise am Weihnachten, weil es für mich dazugehört, weil es ein Brauch ist und Tradition sozusagen, aber das hat nichts mit meiner Religiosität zu tun. Ich werde nicht aus der Kirche austreten, weil ich, ja klar, ich meine, ich zahle Kirchensteuer dann irgendwann. Aber ich finde es theoretisch gut, was die Kirche macht, die ganzen diakonischen Sachen und so. Ich weiß, es landen extrem wenige Sachen da und man könnte auch spenden, aber ich will nicht aus der Kirche austreten, auch weil ich kirchlich heiraten möchte. Ja? Und das sage ich, obwohl ich nicht an Gott glaube. So, und das ist jetzt, da sagen jetzt einige, das ist ja kontrovers, das ist ja Schwachsinn. Du glaubst nicht an Gott, aber gehst in die Kirche. Ja, aber vor allem, weil die Kirche halt das bringt oder das den Menschen bringt, was sehr, sehr wichtig ist, und zwar Hoffnung, ja, indem sie einfach propagiert, in meinen Augen, dass es einen Gott gibt, eine höhere Macht, wobei höhere Macht ist eine andere Geschichte, da rede ich später nochmal drüber, einen Gott gibt, der ihnen verzeiht, der für sie da ist, an den sie glauben können, an den sie sich halten können, zu dem sie beten können, der helfen wird. Und das finde ich gut, weil die Menschen brauchen sowas. Die Menschen brauchen etwas, an das sie sich klammern können, und manchmal wünschte ich mir wirklich, dass ich mehr dass ich religiös wirklich extrem wäre und an Gott glauben würde, weil das wirklich sicherlich helfen kann und viel Kraft geben kann in einigen Situationen. Aber ich glaube nicht an Gott. Und das hat einen ganz einfachen Grund. So, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie die Bibelgeschichte oder nicht an Jesus die Geschichte glaube und so. Das mag sein, dass Jesus beispielsweise gelebt hat. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber dazu kommen wir auch später nochmal in einer der Verschwörungstheorien, über die ich hier reden möchte, weil darum geht es auch. Es mag sein, dass Jesus gelebt hat, ja. Aber deswegen muss ich nicht an Gott glauben. Ich bin in der Hinsicht Atheist, aber auch nur aus zweierlei Gründen. Und zwar, ich bin kein Fan davon, oder ich zähle mich zum Atheismus, obwohl ich offiziell evangelisch bin, also christlich. Das liegt ganz einfach daran, dass ich absolut Abstand nehmen möchte und nichts mit irgendwelchen Glaubenskriegen zu tun haben müsste. Und in meinen Augen Religion zwar Hoffnung gibt, also die Kirche, ich sag mal die Kirche, und der Glaube, die bringen Kraft, die bringen Stärke, die bringen das, was ich gerade alles gesagt habe. Aber Religionen bringen eigentlich nur Streit. Weil, ganz ehrlich, wenn du jetzt als Christ mit einem Moslem zusammensitzt oder mit einem Buddhisten oder mit einem, was weiß ich was, Hindu-Menschen, Hinduisten, ich weiß nicht, wie das genannt wird, dann
ist doch okay, dann könnt ihr euch doch austauschen, so, aber dann, ihr glaubt doch alle an etwas, aber ihr müsst euch doch, ihr redet doch nur darüber, wenn ihr irgendwie den anderen überzeugen wollt von eurer Religion, oder ihr redet doch nur davon, wie toll eure Religion ist, weil es euer Glaube ist, so, und das ist doch Schwachsinn, weil das führt nur zu Streit, das kann zu Diskussionen führen, okay, ja, nicht jede Diskussion ist ein Streit, aber es führt im Endeffekt immer zu Diskussionen, weil man immer von seinem Standpunkt überzeugt ist. Und dementsprechend führt Religion im Endeffekt nur zu Streit. Und dann gibt es beispielsweise diesen beschissenen islamischen Staat, der glaubt, mit dem Glaubenskrieg irgendwie alle Menschen bekehren zu können oder viel zu viele Menschen bekehren zu können. Deswegen bin ich, also mag ich das Wort Religionszugehörigkeit nicht. Ich bin nicht religiös in dieser Hinsicht. Gläubig bin ich auch nicht, zumindest nicht an Gott. Aber an Karma und Schicksal, dazu komme ich gleich. Aber halt vor allem deswegen, wegen diesen Glaubenskriegen, weil ich nicht irgendwie sagen möchte, oh, ich bin Christ, du bist Muslim, Alter, du hast einen ganz anderen Glauben als ich, oder du bist Hindu, oder du bist Buddhist, ich komme nicht mit dir klar, bla bla blub. Allah ist groß und, keine Ahnung, wenn ich jetzt beispielsweise Muslim wäre, ich würde nicht, Allah ist groß, ja, okay, aber dann ist halt für einen Christen Gott groß, so, das, mein Gott, deswegen kann ich mich nicht als religiös zählen, weil das, zählt alles nur zu Streit. Es wäre am schönsten, wenn alle einfach an das glauben, was sie möchten, ohne es großartig zu propagieren oder irgendwie anderen vorhalten zu müssen, dass ihr Glaube besser ist als der andere. Zweiter Grund, Evolution. Ich glaube an die Evolution. Schlicht und ergreifend. Ja? Es gibt viel zu viele Hinweise darauf, dass es die Evolution gegeben hat. Also das ist eigentlich komplett einwandfrei belegbar. Ja, es ist wohl einwandfrei belegbar, dass es Dinosaurier gab. Es gibt die bescheuertsten Verschwörungstheorien, dass es auch keine Dinosaurier gab und so, dass die Mensch oder die Erde erst seit 4000 Jahren existiert und so weiter und so fort. Alles Verschwörungstheorien, kommen wir gleich nochmal zu. Oder sagen wir zum Ende dieses Podcasts. Aber in der biblischen Schöpfungsgeschichte hat Gott die Erde in 7 Tagen geschaffen. Ich glaube, das Universum oder die Erde in 7 Tagen geschaffen, ich weiß nicht genau. So. Am 7. Tag schuf er den Menschen, am 7. Tag ruht er, am 6. Tag schuf er den Menschen. Ich kann die Schöpfungsgeschichte nicht mal. Er schuf auf jeden Fall Adam und Eva. Gut. Wo waren die Dinosaurier? Wo waren die, also, Vorfahren des Menschen? Ne, wir sind ja Homo sapiens, glaube ich, weiß es nicht. Wo war Homo erectus und so? Gab's die dann nicht? Obwohl wir darauf Hinweise und Beweise haben? So. Und was allgemein mit der Evolution, gab es keine Dinosaurier oder gab es Dinosaurier und die Menschen haben parallel existiert, weil eigentlich war ja alles gleichzeitig und Adam und Eva haben ja mit einer Schlange gequatscht, was auch schon Schwachsinn ist. Aber da muss ja gleichzeitig, auch wenn Schlangen ja relativ, ich sag mal, antike Lebewesen sind, die es sehr, sehr lange gibt, da muss ja gleichzeitig irgendwie auch Dinosaurier da gewesen sein. Warum hat da nicht ein T-Rex die Menschen einfach getötet? So, ich meine, der T-Rex hat mit den Menschen nicht gleichzeitig gelebt. Das bringt mich halt dazu, dass ich sage, ich glaube an die Evolution. Und nicht an die Schöpfungsgeschichte. Und dementsprechend, weil das ja das ist, woran man Gott quasi sieht, deswegen kann ich nicht an Gott glauben. Darauf komme ich gleich nochmal genauer. Erstmal will ich darüber reden, woran ich denn überhaupt glaube. Weil jetzt habe ich jetzt gerade einfach nur, ich bin übrigens ganz kurz, möchte dazu sagen, ich verurteile niemanden, der an irgendwas glaubt. Das kann jeder halten, wie er möchte. Wie gesagt, ich wünsche mir manchmal selber, dass ich es machen würde. Aber ich verurteile niemanden, der es tut. Ich tue es nur selber nicht und ich möchte damit auch in Ruhe gelassen werden. Höhere Macht. Ich glaube an eine, wenn man sie so nennen möchte, göttliche Kraft. Allerdings nenne ich die nicht Gott, sondern ich nenne sie Schicksal. Ich glaube an das Schicksal. Ich glaube, dass Sachen vorbestimmt sind. Ich glaube, dass einige Sachen irgendwie gelenkt werden. Ich glaube, dass irgendwie natürliches Gleichgewicht besteht, dass irgendwie wieder, natürlich, sowas beispielsweise mit den Ozeanen, mit den Meeresspiegeln und so, und dass sich die Natur irgendwie selbst regeneriert mit Eiszeiten und so einem Bums, was es übrigens immer schon gab und was nichts damit zu tun hat, dass Donald Trump ein bisschen zu viel Ozongas ausstößt oder ein bisschen zu viele Schadstoffe, die das Ozonloch größer machen. Das ist... Ich finde es halt auch lustig, weil das konnte mir noch nie jemand erklären. Vielleicht bin ich einfach dumm. Warum ist das Ozonloch denn in der Arktis, wenn wir in China und in Amerika die größten Ausstoßungen haben? Die sind nicht in der Arktis. Egal, anderes Thema. Irgendwie müssen die ja hinkommen. Vielleicht durch die Winde. Wie heißen die denn hier? Die Golfströme und die Passatwinde. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, die Erde hat sich schon immer selbst regeneriert. Ja, sei es jetzt Meteoriteneinschlag gewesen, der Dinosaurier vielleicht getötet hat, sei es eine Eiszeit gewesen, sei es sonst was gewesen. Es gab immer irgendwie Sachen. So, es ist halt einfach so. Die Erde wandelt sich. So.
Jetzt wird es beispielsweise ein bisschen wärmer, die Meeresspiegel steigen. Ja. Pangäa, wir waren alle mal auf einem Kontinenten. Ja. Wir waren ursprünglich, war die ganze Erde oder die ganzen Kontinente, war mal ein großer Kontinent namens Pangäa. Übrigens heißt das, ich glaube, Pan ist ein, also so eins oder alles. Und Erde, also Gäa steht, glaube ich, für Erde. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß das Pangäa. Wie auch immer. Und das hat sich alles getrennt so. Und das, auch das ist übrigens bei Gott, glaube ich, weiß ich nicht, ob das erwähnt wird. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass die Erde sich immer schon gewandelt hat. Was ja auch vollkommen okay ist. So, irgendwie muss der Mensch ja auch entstanden, nach der Evolution zumindest. So, und vielleicht sind wir halt irgendwann nicht mehr da, ja? Dann wird irgendwas anderes vielleicht kommen. Vielleicht Aliens. Kommen wir später zu diesem Podcast. Auf jeden Fall glaube ich an eine höhere Macht, die dieses natürliche Gleichgewicht, worüber ich gar nicht reden möchte, hält. Also nicht natürliches Gleichgewicht im Sinne von, die Erde passt sich an, sondern natürliches Gleichgewicht so im Universum sozusagen sowas. Das Schicksal halt einfach. Man kann das nicht wirklich, ich kann das nicht mehr wirklich erklären. Ich glaube halt, irgendwas lenkt uns oder irgendwas, es gibt irgendeine Passion oder so eine Kraft, die uns lenkt, die jedem Menschen sein eigenes Schicksal gibt. So beispielsweise, dass man erfolgreich wird, dass man den Menschen trifft, den man liebt, dass man, keine Ahnung, es gibt ja auch so verrückte Zufälle, dass man am anderen Ende der Welt plötzlich jemanden aus dem gleichen Ort trifft oder sowas oder dass solche Sachen, wisst ihr, oder dass es halt auf der Erde so viele Menschen gibt oder so zwei, drei Leute gibt, die genauso aussehen wie du. Wie du da dieses Video gerade guckst. So, und das ist halt Schicksal. So, und die andere höhere Macht dann, die ich glaube, beziehungsweise ich glaube an Schicksal und ich glaube an die Evolution. Und was glaube ich noch? An Karma. So, das ist ein bisschen tiefgründiger und das ist halt auch wieder eine Ideologie. Das ist ungefähr so wie, nein, nicht wie an Gott zu glauben. Aber es gibt Leute, die sagen, wie kannst du an Karma glauben? Das ist totaler Schwachsinn. So, und das kann ich verstehen, weil Karma ergibt ja keinen logischen Sinn. Das kann man ja nicht logisch nachvollziehen. Aber ich denke halt, wenn du was Gutes tust, dann kriegst du Gutes zurück von Menschen. Das zeigt sich ja. Wenn du lieb bist zu Menschen, kriegst du Liebe zurück. So, wenn du was Schlechtes machst, kriegst du Hass zurück. Und so funktioniert das allgemein. Keine Ahnung, wenn du viel Gutes tust, wird dir auch viel Gutes widerfahren. Wenn du, natürlich kann es auch schlecht sein, obwohl du Gutes tust, widerfährt dir Schlechtes, aber dann kommt irgendwas Gutes zurück. So, Karma ist, zahlt halt, alles kommt irgendwann zurück. Alles wie so ein Boomerang. Alles kommt irgendwann auf einen zurück. Wenn man Scheiße baut, kommt Scheiße zurück. Wenn man was Gutes macht, kommt Gutes zurück und so weiter und so fort. Karma halt einfach. Ich glaube, jeder weiß, was Karma ist. Daran glaube ich auch. Schicksal und Karma. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendeine höhere Macht, ich stelle mir öfter vor, dass einfach irgendwer wie so ein Videospiel und spielt, die ganze Welt einfach irgendwie simuliert, kein Plan. Man weiß es ja nicht, man kann es ja nicht sagen, das Universum ist viel zu groß, als man das sagen könnte. Vielleicht gibt es irgendwie eine, ich kann mir nichts vorstellen, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Aber vielleicht gibt es irgendwas. Der Film Interstellar beispielsweise ist extrem stark, was sowas angeht, was so, ja, ach, keine Ahnung, was so, das ist ja nicht mehr wirklich Schicksal, sondern oder eine höhere Macht. Gravitation ist es ja da im Endeffekt. Aber vielleicht ist Gravitation die höhere Macht. Vielleicht weist die darauf hin, dass es irgendwo was anderes gibt, irgendeine höhere. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist trotzdem ein guter Film, solltet ihr euch angucken. So. Kommen wir zurück zum Weltall in gewisser Weise und kommen wir zu Jesus und kommen wir zu Verschwörungstheorien erstmal. Denn es gibt viele Verschwörungstheorien. Und zwar beispielsweise den Inside-Job. Ja, 9-11. Ich denke mal, wir alle wissen oder alle sollten wissen, was am 9.11.2001 passiert ist. Am 11.09.2001. Und zwar sind da nacheinander zwei Flugzeuge von Terroristen gelenkt ins World Trade Center geflogen. Ja, viele Menschen sind gestorben. Das Ganze wurde später zurückgeführt auf Osama Bin Laden und Al-Qaida. Und im Endeffekt ist daraus der Afghanistan-Krieg entstanden, beziehungsweise das haben die USA als Rechtfertigung genommen, um Afghanistan, oder, nee, Quatsch, Afghanistan, was für Afghanistan, Irak, meiner Irak, ne, ja, müsste Irak gewesen sein, auf jeden Fall die Rechtfertigung für den Krieg, den Bush geführt hat, George W., der Zweite, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube der Zweite, ja. Ich persönlich, und da gibt es halt viele Theorien, aber es gibt sehr viele Amerikaner, die glauben, dass 9-11 Inside-Job war. Natürlich war das in dem Moment extrem krank und die Nation stand zusammen und es hat zu so viel Patriotismus geführt, wie du nur irgendwie in deinem Körper haben konntest zu der Zeit. Ja, 9-11 war schon ein Ereignis, das die USA in ihrem Glauben an die Gemeinschaft extrem gestärkt hat. Nichtsdestotrotz gibt es einfach zu viele Ungewissheiten und auch wenn ich kein Amerikaner bin und viel zu wenig darüber weiß und mich nie wirklich großartig damit beschäftigt habe, ich glaube fest, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 9-11 ein Inside-Job war. Und zwar wegen Öl.
Im Endeffekt wegen Öl. Weil sie brauchten eine Rechtfertigung für diesen Krieg. Sie brauchten eine Rechtfertigung, um dieses Öl zu kommen. Ne, in diese Richtung zu gehen, dahin zu gehen und im Endeffekt das Öl auch zu bekommen. Und das ist halt der Grund. Und woran man das festmachen kann, wenn zwei Flugzeuge, also das ist halt für mich die logischste Sache, wenn zwei Flugzeuge in einem Turm fliegen, oben an der Spitze, warum stürzt der unten ein? Das ergibt einfach keinen Sinn. Man sieht ja auch auf den Videos, irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, es soll in diesem Video auch nicht um 9-11 gehen, da könnte ich ein ganzes Video eine Stunde drüber machen, aber es gibt ja Videos, die irgendwie zeigen, dass Explosionen vorher da sind und an ganz anderen Orten, als die Flugzeuge reinfliegen und die, ach, alles komisch irgendwie. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, dass das World Trade Center zum Einsturz gekommen ist, wegen Flugzeugen. Ich glaube, das war halt schmückendes Beiwerk sozusagen. Das waren halt sozusagen zivile Opfer, die in Kauf genommen wurden, um halt eben diesen Krieg zu rechtfertigen. Ob es jemals belegt wird, man weiß es nicht. Ja? Aber das ist ja bei allen Verschwörungstheorien so. Also wie gesagt, ich glaube, dass 9-11 Inside-Job war. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben. Aber es gibt noch so viele, so unglaublich viele Verschwörungstheorien. Ich komme jetzt mal mit ein paar und sage jeweils meine Meinung dazu, weil, ich muss dazu sagen, ja, ich bin ein sehr großer Fan von Verschwörungstheorien. Ich persönlich bin überzeugt, dass einige Dinge, die in Verschwörungstheorien gesagt werden, wahr sind. Ich bin auch überzeugt, dass einige Verschwörungstheorien total Schwachsinn sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt schöne Verschwörungstheorien. Es gibt beispielsweise die mit Tupac. Tupac lebt. Nein, Tupac lebt nicht. So, meine Überzeugung, Tupac lebt nicht. Es ist einfach mittlerweile, es wurde ja gesagt, dann und dann kommt er zurück, dann und dann das und das, dann die Alben, dann die Texte, dann er hat seinen eigenen Tod vorher gesagt und bla und Machiavelli und bla und blub blub blub. Aber nein, Tupac ist tot. Tupac ist einfach tot. Und wenn er gelebt hat, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht haben sollte, dann ist er jetzt mittlerweile tot. Oder er hat sich umentschieden und kommt doch nicht zurück, keine Ahnung, aber ich glaube, er ist tot. So, zweite Verschwörungstheorie, John F. Kennedy. Ja, was heißt Verschwörungstheorie? Ich weiß nicht mal genau, was da die Verschwörungstheorie ist, aber es ist ja auch irgendwie, dass von der Regierung das Ganze gemacht wurde. Lee Harvey Oswald ist der Name, den ich gerade im Kopf habe. Das war, glaube ich, der Attentäter oder der alleged Attentäter, der beschuldigt wurde. Der wurde aber selber auch getötet von irgendeinem Nachtclubbesitzer dann noch, bevor er irgendwie bevor er in den Knast gesteckt wurde. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, also, dass John F. Kennedy tot ist, ist recht offensichtlich. Es gibt dieses sehr verstörende Video. Ich würde auf jeden Fall keinem von euch, der irgendwie ein sanftes Gemüt hat, empfehlen, das anzugucken, weil es gibt ja das Video, wie er erschossen wird und wie sein Kopf quasi nach hinten klappt und seine Hirnmasse klatscht auf den hinteren Teil des Verdecks vom Auto und seine komplett schockierte Frau sammelt das dann auch auf vom Verdeck und bah, ganz schlimmes Video. Sollte man sich nicht angucken, wenn man ein sanftes Gemüt hat. Ich persönlich finde es schon hart und ich bin da relativ schmerzfrei. Aber ja, daran glaube ich, also John F. Kennedy ist tot. Ich persönlich glaube, dass Elvis Presley nicht tot war. Ich glaube, dass der seinen Tod vorgetäuscht hat. Ich glaube auch, dass Marilyn Monroe ihren Tod vorgetäuscht hat. Ich werde jetzt nicht einzeln darauf eingehen, warum ich das jeweils glaube. Das sind halt einfach Theorien, die aufgestellt wurden. Da könnt ihr euch jeweils Videos zu angucken, bei streng geheim und so weiter und so fort, den ganzen Kanälen oder auch auf YouTube oder irgendwo im Internet durchlesen. Ich persönlich, das sind einfach jetzt meine Überzeugungen dazu. Und ihr könnt mir gerne zu jedem einzelnen eure Überzeugungen in die Kommentare schreiben, können wir gerne diskutieren. Ich weiß, ich sag das immer und ich krieg's irgendwie nie zeitlich hin, aber jetzt habe ich wirklich Zeit die Woche. Ich habe wirklich Zeit. Ich fliege ja nach Hause. Und das wird ja auch ein Thema, wo man viel diskutieren kann. Anders als beim besten Fußball, das ist halt Überzeugungssache. Aber hier, naja gut, ist auch Überzeugungssache. Aber das ist halt interessant, das finde ich nochmal viel interessanter zum Reden drüber. Also Marilyn Monroe und Elvis Presley haben noch gelebt, auf jeden Fall. Ob sie immer noch leben, weiß man nicht, glaube eher nicht, aber ja. Adolf Hitler ist in meinen Augen nicht gestorben damals, also nicht in seinem Bunker. Ich denke, er hat nicht Selbstmord begangen. Ich denke, dass der seinen Tod vorgetäuscht hat. Ich glaube, Eva Braun ist gestorben. Und ich glaube, Hitler hat irgendwie einen Ausweg gefunden, ist aus diesem Bunker entkommen und ist nach Argentinien geflohen, so wie viele NS-Leute. Unter anderem ja auch die im Endeffekt die Atombombe gebaut haben, soweit ich mich erinnere. Oder auf jeden Fall daran sehr stark beteiligt waren. Ich glaube, dass, also wie gesagt, Hitler kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er zumindest noch gelebt hat, aber ich glaube, er ist dann gestorben. Ich finde es übrigens interessant, ich hatte das im Geschichtsleistungskurs auch, ich finde es sehr interessant, dass es beispielsweise diese Theorie gibt, dass die Russen Hitler am Leben gelassen haben, weil sie Angst hatten, dass jemand an Macht kommt, der Ahnung von Kriegsführung hat. Sowas finde ich immer, naja. Aber Hitler war allgemein das schlauste Kerlchen.
Das, wenn man sich seine Lebensgeschichte mal ein bisschen zu Gemüte führt, dann sollte man das wissen. Wie gesagt, Geschichtsleistungskurs. Nicht, dass ich interessiert an dem Spasti gewesen wäre, aber Geschichtsleistungskurs, deswegen weiß ich das. Dass er beispielsweise ein komplett erfolgloser Künstler war und locker irgendwelche Selbstzweifel hatte. Ja, auf jeden Fall die Sachen. Wen gibt's denn noch? Es gibt so, Michael Jackson ist tot. Da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Der hat seinen eigenen Tod ja vorhergesagt. Ich glaube, dass der ermordet wurde und dass der nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja, und ansonsten, wie heißt die denn nochmal? Prinzessin Diana, ne? Lady Diana, keine Ahnung. Die ist auch tot, aber die wurde umgebracht. Das war nicht einfach nur ein Autounfall. Und oh, ich habe jetzt gerade so Bock, über Filme zu reden, ne? Also beispielsweise über 2012, da kommt nämlich auch jemand im gleichen Tunnel um wie Lady Diana damals. Naja, Bigfoot. Ich glaube, Bigfoot gibt es. Ja, das ist vielleicht das, wo man mich am ehesten für verrückt halten kann, aber ich glaube, Bigfoot gibt es oder gab es, diese Spezies. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Monster von Loch Ness gab, allerdings nicht mehr, lange nicht mehr, lange nicht mehr. Der Yeti, oh, das ist auch so eine schwierige Sache. Yeti, da bin ich mir nicht sicher. Ich könnte es mir vorstellen, aber eher nicht. Anders als Bigfoot, da bin ich relativ überzeugt von. Und ja, ich glaube, natürlich gibt es noch solche Wesen wie Chupacabra und sowas, aber da ist es mir zu abwegig und da weiß ich nicht genug drüber. Was ich aber wirklich glaube, von der Überzeugung, das ist keine Verschwörungstheorie. Jetzt gehen wir schon wieder von dem Thema weg. Ich glaube, dass es auf der Welt noch unentdeckte Zivilisationen, also es werden ja immer mal wieder unentdeckte Zivilisationen gefunden. Beispielsweise im Amazonas, irgendwelche Ureinwohner-Triebe, Tribes, wer ist das auf Deutsch, Stämme. Die jetzt ja mehr oder weniger ausgerottet werden, dadurch, dass der Amazonas abgeholzt wird. Ich glaube, es gibt in den unentdecktesten oder unlebsamsten Gebieten Menschen und Zivilisationen, die von unserer Existenz überhaupt nichts wissen. Weil ergibt einfach Sinn, weil wir können nicht alles kontrollieren. Und jetzt kommt das Krasse. Ich habe gestern einen Film geguckt mit den Leuten zusammen, bei denen ich war, mit meinen Kommilitonen sozusagen, mit Studenten, Fellow Students. Und zwar heißt der The Descent. Und da geht es um 6 Frauen, die in eine Höhle klettern, da irgendwie sich verirren, nicht mehr rauskommen und dann leben da irgendwelche Urmenschen oder so abgewandelte Menschenmonster drin. Ich kann mir vorstellen, dass es Höhlenmenschen oder irgendwie solche menschenähnlichen Wesen in irgendwelchen Höhlen, irgendwo in den Appalachen oder irgendwo gibt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Weil, warum nicht? Es gibt so vieles Unerforschtes auf der Welt, so viele Tiefen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist, so viele Höhlen, in denen noch nie ein Mensch gewesen ist. Wer weiß, was es noch für Viecher überall gibt auf der Welt. Vielleicht gibt es sowas wie Godzilla ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht gibt es solche riesigen Echsen irgendwo noch. Nicht Dinosaurier, aber im weitesten Sinne. Jetzt nicht wie bei Ice Age beispielsweise, dass du plötzlich runterkrachst und dann bist du in einem Dinosaurierland. Nein. Aber so riesige Viecher oder irgendwelche anderen Lebensformen, das könnte ich mir schon vorstellen. Keine Aliens, aber irgendwelche anderen Lebensformen, die noch nicht entdeckt sind, denen wir noch keinen Namen geben können, kann ich mir gut sehr, sehr gut vorstellen. Finde ich sehr interessant, das Thema. Glaube ich dran. Ich bin übrigens noch mehr begeistert als von Höhlen, von Ozeanen. Wir haben ja, glaube ich, mittlerweile 4%, ganze 4%, Applaus, unserer Meere erforscht. So, wir wissen, der Mariadengraben ist die tiefste Stelle im Ozean mit 11.000 irgendwas Metern oder 10.000 irgendwas Metern. Und da sieht man schon, das ist ziemlich tief. Ja, und natürlich ist für Menschen schwierig, in diese Tiefe zu gehen, weil da gibt es eine Menge Druck. Und ich denke, dass in unseren Tiefen des Meeres irgendwo, also es werden ja immer wieder mal Viecher entdeckt, die man noch nicht kannte. Ja, also irgendwelche Tiere oder irgendwelche Fische oder sonst was. Ich bin mir sehr sicher, dass es da noch ziemlich eklige und riesige Viecher geben könnte, ja. Beispielsweise es ist noch nicht so lange her, dass diese Riesenkalmare entdeckt wurden, die extrem groß sind. Jetzt nicht so groß, dass sie Schiffe versenken können, aber trotzdem extrem, extrem groß. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Kolosskalmare, sind die das? Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt auf jeden Fall einen wunderbaren Film über einen Pottwal, das Leben eines Pottwals. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Deep Ocean oder sowas. Und da werden auch über so riesige Kalmare wird da berichtet. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass solche riesigen Kalmare, so, ne, ich weiß gar nicht, wie die heißen, es sind ja Kopffüßer, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, Oktopoden, nee, Oktopoden ist was anderes. Irgendwas mit Poden. dass es die irgendwo gibt. Also, warum nicht, wisst ihr?
Es könnte schon durchaus sein. Genau das gleiche ist es mit diesen Kadenzmännerwellen. Wer nicht weiß, was ein Kadenzmann ist, das sind im Endeffekt, ja gut, man sagt es ja schon, Monsterwellen, der Name. Die tauchen einfach aus im Ozean und werden wahrscheinlich oder sind wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass viele Schiffe gekentert sind. Die entstehen durch irgendwas, keine Ahnung, aber verlaufen sich halt über die Zeit und werden dann relativ klar oder werden von irgendwas gebrochen an einem bestimmten Zeitpunkt, von irgendwelchen Untiefen oder sowas, keine Ahnung. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es auch sowas gibt und das ist mittlerweile ja auch sehr nachgewiesen. Ich bin der Überzeugung, dass es eine höhere Kraft gibt im Bermuda-Dreieck. Ja, das ist wieder was ganz anderes, jetzt nicht Schicksal und so, aber ich finde es einfach, es muss da irgendwas geben, vielleicht in den Tiefen des Bermuda-Dreiecks irgendwo. Ich meine, es wurde alles schon erforscht, aber es gibt immer noch komische Geschichten über das Bermuda-Dreieck. Einfach, weil da so viele Schiffe gesunken sind, dann gibt es ja diesen Flug 19, den kennen vielleicht einige von euch, das ist so eine Fliegerstaffel gewesen, die losgeflogen ist und die sind alle komplett verschwunden, da ist nichts von wieder aufgetaucht. Dann, keine Ahnung, auch dieses Flug, ich weiß gar nicht, wann das letzte Flugzeug war, das letzte Flugzeug, was verschwunden ist. So, solche Sachen, wisst ihr, sowas gerade immer über Meeren, wisst ihr, die Meere, das finde ich beeindruckend. Und wenn wir gerade bei Meeren sind, da können wir kurz zu einem Film überleiten und zwar zu Pacific Rim. Pacific Rim ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Film. Wer den nicht kennt, es geht um Aliens. Oder um riesige Viecher, die nennen sich Kyoto. Nee, warte mal, Kyoto war anderes. Kyoto ist Kyoto-Protokoll. Das hat immer mit Politik zu tun. Kaigos? Heißen die Kaigos? Nee. Das interessiert mich jetzt. Ich mag den Film gerne, ich habe den oft geguckt. Und dementsprechend müsst ihr eigentlich wissen, wie die heißen. Auf jeden Fall gibt es da riesige Viecher. Und diese riesigen Kaijus heißen sie. Diese riesigen Viecher sind halt Aliens und die kamen aus der Tiefsee. Und zwar aus einer Raumzeitspalte irgendwie und halt aus dem Weltraum eigentlich, aber irgendwie trotzdem aus der Tiefe und so. Und das sind halt so Aliens, die gar nicht mal so unrealistisch sind. Oder zumindest ist es ein Ort, wo sie herkommen könnten, theoretisch. Durch den Breach, so heißt das. So eine Raumzeitspalte irgendwie. Und wo wir gerade bei Aliens sind, glaubt ihr an Aliens? Denn das ist das, worüber ich jetzt reden möchte. Denn ich glaube an extraterrestrische Lebensformen. Nicht grüne Männchen. Nicht Marsmännchen. Aber ich glaube an extraterrestrisches Leben. Ne? Das sind ja effektiv dann Aliens. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie nur eine kleine Kaulquappe oder sowas in der Richtung auf dem Mars gibt. Weil auf dem Mars wurde irgendwie Wasser nachgewiesen. Keine Ahnung, ob das nachgewiesen wurde. Aber das Universum grundsätzlich ist viel zu groß und wir haben viel zu wenig erforscht, dass wir sagen könnten, es gibt keine Aliens und es gibt im ganzen Universum nichts außer uns. Ich meine, wir sind eine Anomalie im Weltraum, das ist klar. Wir sind eine Anomalie, die Menschen, das Leben auf der Erde, die Erde allgemein. Wir haben eine ganz bestimmte Zusammenstellung und Konstellation von diesen ganzen chemischen Elementen. Aber es ist doch sehr naiv anzunehmen, dass alle Elemente, die in unserem Periodensystem existieren, dass das wirklich alle sind, die es im Universum gibt. Viel zu unwahrscheinlich. Ich liebe Weltraumfilme, ich liebe Alienfilme, allerdings müssen sie relativ realistisch sein, sowas wie Interstellar, gut, das hat nicht mit Aliens zu tun, aber ich weiß gar nicht, wie die ganzen Filme heißen, aber es gibt so viele gute Filme darüber, über extraterrestrische Lebensformen. Ich mag auch ganz klassische Alienfilme, beispielsweise wie Science, Zeichen, einfach weil ich der Überzeugung bin, es gibt Aliens. Muss es einfach. Es gibt extraterrestrische Lebensformen. Ob es wirklich welche gibt, die genauso entwickelt sind wie wir oder weiterentwickelt sind. Oder vielleicht ein bisschen weniger entwickelt sind. Wer weiß. Wenn, dann werden wir sie bestimmt irgendwann zu Gesicht bekommen. Wir vielleicht nicht, aber vielleicht unsere Nachfahren. Vielleicht werden wir selber auch irgendwann weit genug entwickelt sein und auf irgendeinem anderen Planeten auf Leben stoßen, das weniger entwickelt ist als wir. Man weiß es nicht. Aber ich meine, dass wir uns sowas. Das ist auch so eine Verschwörungstheorie. Dieser Gedanke, diese ursprüngliche Idee, die muss ja irgendwo hergekommen sein. Ich meine, die Menschen denken über alles nach. Aber die Idee, dass es Aliens gibt und außerirdisches Leben, die muss ja irgendwo entstanden sein. Vielleicht gab es irgendwann mal Aliens und jetzt wird es gleich kontrovers. Ja, das weiß ich jetzt schon, aber das wird lustig. Das weiß ich auch jetzt schon. Es gibt einen schönen Film. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Wieder mal. Ach, Filme.
Da geht es um Area 51. Gut, es gibt viele Filme in Area 51. Er heißt nicht Area 51. Aber da wird ein Typ. Das ist gar nicht Area 51, oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Fahren die zu so einem Ort von jemandem, der irgendwie Aliens sichtigt, gesehen hat oder irgendwas darüber weiß, und dann ist er selber ein Alien irgendwie und dann werden die in so eine Basis entführt und oh, der Film ist richtig gut. Ich suche halt den raus, ich schreibe den Namen auf jeden Fall in die Kommentare, der ist richtig gut. Und das spricht halt für mich alles dafür, dass es Aliens gibt. Ich meine nicht diese Filme, weil die werden nur aufgrund des menschlichen Wissens oder der menschlichen Ideen und Kreativität geschaffen, aber kommen wir einfach, Mondlandung übrigens gab es in meinen Augen, ja, auch wenn diese ganze das Mondlandungsvideo ist fake, aber wir waren auf dem Mond. Warum, fragt mich jetzt nicht, aber auch darüber könnt ihr alles nachlesen. Aber jetzt kommen wir dazu, was diese unglaubliche Verschwörungstheorie ist, bei der jetzt viele von euch sagen werden, Max, du spinnst ja komplett, Alter, du hast ja so einen Schaden, das ist ja richtig schlimm. Ich denke, Jesus war ein Alien. Brumms. Kein Witz. 0% lustig gemeint. Lutzig. Eine Mischung aus lustig und witzig. Warum glaube ich so einen Schwachsinn? In euren Augen auch Schwachsinn. Ganz einfach. Es gibt diese Theorie von Jesus. Ein Typ, der, oder ein Wesen, das geboren wurde ohne Sex. Ja? Also, Adam und Eva, seine auch irgendwie nicht, also schon leiblichen, aber irgendwie auch nicht leiblichen Eltern, die hatten keinen Sex, aber sie haben ein Kind bekommen. Ja, geht nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, geht nicht. Weil künstliche Befruchtung gab es damals nicht. Sowas wie Lusttropfen zählt nicht. Und, nee. Also, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Also, das ist halt nur eine Verschwörungstheorie. Das ist halt einfach eine coole Verschwörungstheorie, an die ich glaube. Also, ich glaube nicht daran. Ich bin mir nicht überzeugt davon. Aber ich könnte es mir vorstellen. Sagen wir es einmal so. Aliens waren zu dem Zeitpunkt vor 2000 Jahren knapp auf der Erde und haben gesagt, hey, wir lassen einen von uns hier. Und zwar implementieren wir, weil wir sind weiterentwickelt als die, wir beamen den irgendwie in Maria. Und die kriegt das dann und gebärt es als sozusagen Mensch. Wir lassen die DNA irgendwie verschmelzen, aber der hat trotzdem Fähigkeiten und wird trotzdem von uns irgendwie gesteuert. Hat quasi die Mission, wie damals die Super Saiyajins, die alle den Auftrag bekommen haben, als Babys auf Planeten geschickt wurden, um die zu zerstören. Alle außer Son Goku haben es gemacht. Die haben so einen Auftrag implementiert in ihrem Kopf. Oder so Fähigkeiten, so. Weil Jesus hat, also Moses hat das mehr geteilt, okay, das ist was anderes. Aber Jesus hat Kranke geheilt? So Aliens können das ja vielleicht. So, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt? Ja, könnte ja auch sein. Jesus ist von den Toten auferstanden? Also, menschlich gesehen ist das unmöglich, aber wer weiß, ob Aliens das vielleicht können, so. Ist das? Das mag ja sein. Von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass Jesus ein Alien war. Und wenn man an Aliens glaubt, dann ist diese Theorie, glaube ich, auch nicht so abwegig. Und ich fände es cool. Ja. Vielleicht haben die auch andere irgendwie eingeschleust hier. Vielleicht ist ein gewisser Teil der Menschheit Aliens. Und die quasi überwachen, nicht überwachen uns, aber die gucken so, was hier so abgeht. So wie wir Fortschritte machen und so. Und irgendwann kommen sie und sagen, hey, Bruder, alles gut, wir sind die Aliens und wir wollen eigentlich nur Frieden und wir wollen gar keinen Stress. Kann ja durchaus sein. So, vielleicht gibt's auch schon, das ist wieder die andere Sache, Area 51, ich habe gerade über einen Film geredet dazu, aber wer weiß schon, ob es nicht in Area 51 wirklich Aliens gibt? Weil es gibt auch so viele UFO-Sichtungen. UFOs können immer irgendwelche militärischen Objekte sein, die getestet wurden, klar, aber warum darf denn keiner in Area 51? Warum ist das denn so streng geheim gehalten? Ich meine, wenn es nur Waffen sind, dann kann man das doch sagen, dass da geheime Waffen getestet werden. So. Aber wer weiß, ob es da nicht doch Aliens gibt oder irgendwie so, weiß man nicht. Ich finde sowas extrem interessant und ich mag es auch, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Vor allem darüber zu diskutieren. Deswegen schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das ist einfach ein Thema, das endlos ist, weil es gibt keinen Beweis für das eine oder das andere. Und das ist einfach cool und deswegen macht das Spaß und deswegen ist es ein super Thema in meinen Augen. Wir sind am Ende dieses Podcasts, so gut wie. Wir kommen von der einen Verschwörungstheorie, die für den einen oder anderen von euch bescheuert klingen mag, zur letzten, die für mich bescheuert klingt. Ich wollte einfach nochmal eine einwerfen, denn es gibt eine Verschwörungstheorie, mit der möchte ich dieses Video beenden, die ist für mich in meinen Augen Bullshit. Und jeder, der daran glaubt, der hat wirklich einen richtigen Schaden. Und zwar die Flat-Earth-Theorie. Es gibt die Flat-Earth-Society. Ob ihr das glaubt oder nicht, könnt ihr auch gerne bei streng geheim nachgucken auf dem Kanal. Es gibt die Flat-Earth-Society. Die glauben, dass die Erde flach ist.
die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Das geht gar nicht. Alleine aufgrund dessen, dass ein Schiff, wenn es am Horizont auftaucht, dass erst der Rumpf zu sehen, ach man, das gibt irgend so ein Beispiel, ich hab's gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall, wenn es einfach nur am Horizont, dann müsste es immer am Horizont ein kleiner Punkt sein, der immer größer wird. Aber man erkennt irgendwie nacheinander erst darum vom Schiff und das spricht für die Erdachsenkrümmung. Allgemein gibt es Erdachsen. Die Erde ist eine Kugel, wir sind wirklich im Weltraum. Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ob es jetzt Aliens gibt, die irgendwie verheimlicht werden oder irgendwelche Sachen, die verheimlicht werden da oben im Weltraum und bei diesem ganzen unterbrochenen Video, was es damals gab von der ISS oder so oder von einem Satelliten und bla und bla und blub und blub, könnt ihr alles nachlesen. Unterbrochenes Video, das war irgendwie, ich kann auch, was man da gesehen hat, ich weiß es nicht genau. Also, ist ja alles okay, dass man das in Frage stellt, aber wir sind im Weltraum und da kann man sehen, dass die Erde rund ist, die ist keine Scheibe und das ergäbe auch keinen Sinn, weil warum sollte die Erde eine Scheibe sein? Wie, das, oh, nee, wirklich. Das ergibt halt wirklich keinen Sinn. Warum kann man denn dann um die Erde fliegen? Egal. Es gibt halt, wie gesagt, Menschen, die daran glauben, die haben bestimmt für die ganzen Sachen hier eine Erklärung, aber das ist in meinen Augen die einzige Theorie, bei der ich wirklich sage, wer an die Sache glaubt, der will ihnen schaden. Aber gut, vielleicht braucht er es einfach auch. Vielleicht hat er Bock, einfach dran zu glauben, soll er auch machen, ist in Ordnung. Naja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir gerne zu allen Sachen eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt aufs Diskutieren, ich hab Bock drauf. Und das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann mit Filmen. Habe ich heute auch genug schon drüber gesprochen. Und ich bin gespannt, worüber wir dann quatschen. Den Film, den ich meine, euch in die Kommentare geschrieben, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Und ciao. Woche. Und ciao. Woche. Und ciao.